Guten Nachmittag. Wir drücken den Strompreis. Wir. Akademie Radio hatte mich nochmal auf dieses schöne Video hingewiesen von Dirk Müller. Der hat es so schön erklärt, was hier passiert, weshalb immer so teure Strompreise dazwischen kommen. Das ist ein Riesenschweinesystem. Ich verlinke euch diesen Artikel mal. Das ist eigentlich, er erklärt es gut, muss ich nicht weiter darstellen. Das ist eine Riesensauerei von Wirtschaft und Politik, die uns hier aufgedrückt wird. Und die haben sich ihr eigenes Preissystem gemacht. Im Prinzip ist es doch so, dass normalerweise man sagt, was? Du produzierst für 600 Euro pro Megawattstunde, behalt deinen Scheiß, den brauchen wir nicht. Oh, du produzierst für 20? Naja, das nehmen wir doch gerne und so weiter. Aber das wurde alles komplett kaputt gemacht und zur Sau gemacht und naja, wie das eben heute so läuft. Ne? So, aber jetzt mal die große Frage. Habt ihr, liebe Zuschauer, oder haben Sie, bleiben wir höflich, schon mal beobachtet, dass wenn nicht so viel angefragt wird, zum Beispiel auch der Spritpreis ganz arg in die Knie runtergegangen ist oder der Heizölpreis oder was auch immer für Preise. Ja, Inflation, Inflation, alles richtig, nur diese Beobachtung, die sollten wir noch mal ein bisschen, sagen wir mal, in Erinnerung rufen. Denn es war immer wieder so, ich habe mich ganz arg gewundert, es war nichts los vor ungefähr 10 Jahren auf der Autobahn, 8 Jahren auf der Autobahn, kein LKW fuhr, so wie sonst, und der Spritpreis war niedrig. Oder keiner wollte mehr Geld haben und die Zinsen gingen runter. Ja, ich weiß, es gibt überall Manipulationen und. Darum geht es nicht, sondern es geht um Folgendes. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir sagen so, lieber Versorger, pass auf, du kriegst deine, Beispiel, ich habe einen Abschlag von 120 Euro für Strom oder sowas, nehmen wir es bloß mal an. Pardon, dann sagen wir einfach so, pass auf, Moment, Lastschrifteinzugsermächtigung ist gestrichen, wir geben dir weiterhin 120 Euro und fertig. Und das machen wir alle. Natürlich werden wir das nicht hinkriegen, ich weiß, ja, die meisten sind zu feige und so weiter und so fort. Aber stellen wir uns das bloß mal vor. Wir machen das so und sagen, wir geben nur das, was wir zu geben bereit sind und was meinetwegen zwar auch nicht schön war, aber was bisher so Usus war, ne? Im Gebrauch war. Was dann? Ja, dann kriegen die nicht mehr. Und wenn die dann, die nehmen wir mal an, es sind bloß solche Makler an den Strombörsen oder was auch immer, wenn die dann sagen, ja, wir haben bloß so und so viel zur Verfügung und kaufen nicht mehr so viel, ja, was dann? Es ist ja unser deutscher Markt, der so seltsam funktioniert, so verdorben funktioniert. Was dann? Jetzt bin ich auf die Diskussion gespannt. Aber wie gesagt, immer höflich bleiben, höflich und keine sinnlosen Schimpfereien. Wir wissen alle selber, wer doof ist und wer in den Knast gehört und wer korrupt ist. Das wissen wir alle, sondern Lösungsvorschläge. Na dann, einen schönen Nachmittag weiterhin. Leute, macht was. Wir müssen was tun. Sonst wird uns die Idiokratie total überholen. Na dann, alle guten Wünsche, bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss.